Herzlich willkommen zu der etwas anderen Weihnachtsmeditation. Für einen Moment richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und nimm wahr, wie dein Atem über deine Nase in deine Lunge fließt und sich dein Brustkorb dabei hebt. Und wie der Brustkorb wieder sinkt, wenn die Luft nach außen fließt. Und der Rhythmus deines Ein- und Ausatmens bringt dich mehr und mehr zu dir. All das, was gerade noch war, was dich gerade noch beschäftigt hat, rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Und du kannst deine Aufmerksamkeit jetzt, während dein Atem ein- und ausströmt, auf dein Herz richten. Und erlauben, dass von deinem Herzen eine Verbindung über deine Füße zum Herzen der Erde und zur Quelle der Heilkraft der Erde entsteht. Und aus der Kraft der Erde fließt jetzt eine ganz besondere Energie zu dir, die abgestimmt ist auf die Bedürfnisse deines Körpers, auf die Bedürfnisse deines Energiesystems und dich auch in deinem Leben unterstützt. Und so fließt die Kraft der Erde und auch die Heilkraft der Erde in dein Körper-Energiesystem und in dein Leben. Und von deinem Herzen entsteht auch eine Verbindung zur Quelle der kosmischen Lebenskraft und zur Quelle der kosmischen Heilkraft. Und auch von dort fließt jetzt Energie zu dir, die genau auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Und sie füllt deinen Körper und dein Energiesystem und fließt auch in all die Bereiche deines Lebens, wo sich etwas verändert oder in denen du Unterstützung brauchst. Und für einen Moment erlaube, dass die Energie dich erfüllt und besonders an all den Stellen deines Körpers, deines Energiesystems und in deinem Leben wirkt, in denen du jetzt Unterstützung brauchst, an denen sich etwas löst oder klärt. In denen etwas wieder in eine stabile, gesunde Ordnung kommen soll. In denen du zusätzliche Kraft und Energie brauchst, um dich neu zu stabilisieren.
Und du kannst nun erlauben, dass die Energie und Kraft aus der Erde und aus der kosmischen Quelle dich während der gesamten Meditation erfüllt, in dir wirkt, klärt, transformiert und heilt, während du jetzt deine Aufmerksamkeit auf die Bilder deiner Seele und auf die Energie richtest, die jetzt in dieser Meditation zu dir fließt, und dich öffnest für die Geschenke, die du erhältst. Vor langer Zeit, vor circa 2000 Jahren, sagt man, wurde ein besonderes Kind geboren, das Licht in die Welt brachte. Ein Stern stand am Himmel. Aber sind nicht alle Kinder besonders? Sind nicht alle Kinder erfüllt vom inneren Leuchten, wenn sie auf die Welt kommen? Und steht nicht über jedem Neugeborenen ein Stern? Deshalb kann die Weihnachtsgeschichte, die man sich erzählt, auch die Geschichte vieler Kinder sein. Die Weihnachtsgeschichte kann auch deine Geschichte sein. Klar, nicht in der Umgebung von Hirten und Königen, in einem Stall, aber trotzdem eine Geschichte von Hirten und Königen in einem Stall, nur anders. Und so lade ich dich ein, deine besondere Weihnachtsgeschichte zu erleben. Ich lade dich ein, einzutauchen in die Bilder, in die Energie, in das Licht, das in dir ist. Es begab sich, nachdem du im Mutterleib herangewachsen warst, dass die Zeit deiner Geburt näher rückte und du geboren wurdest. Ganz gleich, wie und wo das stattfand, es könnte sein, dass dir die Umgebung wie ein Stall vorgekommen ist, denn deine Seele, dein innerer Lebensfunke, kam aus einem Raum des Lichtes, aus einem Raum der Weite des Seins und landete dann in einem kleinen Körper in einer materiellen Umgebung. Ganz gleich, wie deine Umgebung war, ganz gleich, wie du empfangen wurdest, du wurdest geboren und ein Stern leuchtete auf. Stell dir vor und erlebe, wie es gewesen wäre, wenn deine Umgebung sich auf dein Ankommen gefreut hätte. Wie wäre es gewesen, wenn alle dich freudig willkommen geheißen hätten? Wenn sie dich gesegnet, besungen und beschenkt hätten? Wenn du gesegnet, besungen und geschenkt worden wärest. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt die Weihnachtsgeschichte so erleben, als wäre es deine Geschichte gewesen. Als hätte auch der Stern am Himmel weiter geleuchtet, nachdem du geboren wurdest. Die Hirten der Weihnachtsgeschichte stehen für die Kraft der Erde. Die Hirten behüten und umsorgen. Sie bringen Nahrung,
und Gesundheit. Die Hirten stehen für die Geschenke der Erde, die du mit deiner Geburt erhalten hast. Und so kannst du dich jetzt dafür öffnen, dass die Geschenke der Erde, die du zum Zeitpunkt deiner Geburt bekommen hast und die jetzt auch nochmal zusätzlich zu dir fließen, dass du die Geschenke der Erde annimmst. Das behütet und geborgen sein durch die Kraft und Liebe der Erde. Die energetische Nahrung, die die Erde dir schenkt. Das Willkommensein, ein Licht in einem Körper in der Welt. Und durch die Kraft der Erde wird sowohl dein Körper, dein Energiesystem und deine Gesundheit gestärkt. Als auch die Verbundenheit mit der Erde und die Kraft für dein Hiersein und dein Wirken. Und für einen Moment erlaube, dass die Kraft der Erde dich erfüllt. Die Liebe der Erde füllt deinen Körper. Dein Energiesystem und umarmt dich. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie du dadurch mehr und mehr entspannst. Wie etwas in deinem Körper, Energiesystem zur Ruhe kommt. Und wie sich Frieden in dir ausbreitet. Und durch die Ruhe und den Frieden kann sich auch dein inneres Licht, dein inneres Leuchten stärker entfalten. Und auch die liebende Kraft der mütterlichen Ebene und die liebende und beschützende Kraft
der väterlichen Ebene, die ureigene Mutter, der ureigene Vater, frei von allen irdischen Beschränkungen, Erwartungen, Strukturen, sind jetzt für dich präsent. Die reine mütterliche, versorgende, liebende Kraft und die reine väterliche, liebende Kraft umarmen dich und halten dich. Und alles, was du gebraucht hättest, bei deiner Geburt, in den Jahren deines Heranwachsens und auch in den Jahren des Erwachsenwerdens. All das, was du aus der väterlichen und mütterlichen Kraft gebraucht hättest, um dich vollkommen entfalten zu können. Das fließt jetzt zu dir. Soweit das jetzt möglich ist. Und dadurch, dass die reine mütterliche und die reine väterliche Kraft dich jetzt erfüllt, können sich auch einengende Strukturen in deinem Körper-Energiesystem lösen, Blockaden, die während deines Heranwachsens durch Autoritäten und Bezugspersonen entstanden sind. Durch die reine väterliche und die reine mütterliche Kraft heilt etwas in dir. Und auch dadurch verstärkt sich dein inneres Leuchten, dein inneres Licht. Und man sagt, in dem Stall standen Ochs und Esel. Und sie sind Symbol für die Verbindung zur Natur und zu den Geschöpfen der Natur, stoffliche und feinstoffliche. Sie sind Symbol dafür, dass du auch über deine Verbindung zur Natur, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zur Erde
Unterstützung bekommst. Und so kann sich deine Verbindung zur Natur und zu den Wesenheiten, auch den feinstofflichen Wesenheiten der Natur öffnen. Und dadurch heilen ebenfalls Blockaden und Begrenzungen und Belastungen. Und dadurch öffnet sich auch deine Wahrnehmung für die Botschaften, die Kraft und die Energie, die du aus der Natur erhältst, wenn du das möchtest. Und dann gab es in der Weihnachtsgeschichte drei Könige, die mit Geschenken kamen, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und so kommen zu dir jetzt drei Wesenheiten, die dir Geschenke bringen. Die eine Wesenheit bringt dir jetzt ein Geschenk für dein Körperenergiesystem, für deine Stabilität, für deine innere Kraft. Für die Kraft deines Körpers, sich immer wieder zu regenerieren und in einen gesunden Zustand zu kommen. Du erhältst ein Geschenk, das dich auch befähigt, die Hinweise deines Körpers deutlicher wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was dein Körper braucht, um in einer gesunden Ordnung und Stabilität zu bleiben oder um wieder in eine gesunde Ordnung und Stabilität zu kommen. Und dieses Geschenk erhältst du jetzt. Und auch einen Hinweis oder eine Botschaft dazu.
Das nächste Geschenk, das du erhältst, ist ein Geschenk für dein Leben oder für deine Arbeit und dein Wirken. Ein Geschenk, das dich unterstützt in den Bereichen deines Lebens, in denen sich gerade etwas verändert oder in denen dir etwas fehlt oder für deine Arbeit und dein Wirken, für mehr Klarheit, für die weiteren Schritte oder für eine größere Kraft für das, was du tust oder tun willst. Und so überreicht die Wesenheit dir dein Geschenk. Und du erkennst, was es ist. Und vielleicht erhältst du dazu ebenfalls Hinweise, eine Botschaft oder du kannst auch eine Frage stellen und dann die Antwort erhalten. Und auch du erhältst ein drittes Geschenk. Ein Geschenk für deine spirituelle Entfaltung. Ein Geschenk, das deine innere Weisheit verstärkt. Ein Geschenk, die dein inneres Licht stärker leuchten lässt, wenn du das möchtest. Ein Geschenk, das dich erinnert, dass in dir Licht ist, ein Lebensfunke. Und so erhältst du das Geschenk für deine innere Weisheit, dein inneres Licht. Und vielleicht auch dazu Hinweise oder eine Botschaft.
Und die drei Wesenheiten sind noch eine Weile an deiner Seite, wenn du möchtest, auch nach dieser Meditation. Und wenn du möchtest, kannst du sie einladen, dich noch eine Weile zu begleiten. Die Weisheit und das Licht in dir zu stärken. Die Bereiche deines Lebens oder dein Wirken in die neue Ordnung zu bringen, die es braucht, die möglich ist. Deinen Blick zu öffnen für Chancen und Möglichkeiten und für das Neue, das sich entwickelt und entwickeln kann. Und auch den Körper und das Energiesystem weiter zu unterstützen, in eine stabile, gesunde Ordnung zu kommen. Und die drei Wesenheiten oder auch einer der dreien wird noch eine Weile auch deine Fragen beantworten. Du kannst die Antworten auf unterschiedliche Weise erhalten. Durch innere Bilder oder in deinen Träumen. Dadurch, dass du etwas liest und dir bewusst wird, dass es eine Antwort für dich ist. Oder dass jemand dir etwas erzählt oder einen Satz sagt, der dich berührt und der zu deiner Frage passt. Und auch dein Erkennen von Botschaften und Antworten, die durch die äußere Welt kommen, wird verstärkt. Und in der Weihnachtsgeschichte wird erzählt, dass die Engel gesungen haben. Die Engel erinnern an deine Herkunft. Der Gesang der Engel ist die Erinnerung, dass du Licht bist. Schon immer warst und immer sein wirst. Mal mit einem physischen Körper wie jetzt und mal ohne physischen Körper, weit und Licht. Und das Licht, an das der Gesang der Engel dich erinnert, ist in dir. In jedem Moment deines Lebens. Von der Zeugung an. Ganz gleich, ob es dir bewusst ist oder ob du es wahrnimmst, es ist immer in dir.
Das Licht in dir, das durch den Gesang der Engel verstärkt wird, ist reine Freude und Glückseligkeit, Frieden reines Sein. Reines Sein, Lichtfunke und Lebensfunke im physischen Körper. Und auch dieser Lebensfunke hat die Kraft, Blockaden zu lösen, und dein Körperenergiesystem zu regenerieren und zu stabilisieren. Und so kannst du nun so lange in diesem Zustand verweilen, wie du möchtest, verbunden mit dem inneren Licht, verbunden mit der inneren Weisheit, verbunden mit der Kraft der Erde. Den Wesenheiten, die dir die Geschenke gebracht haben, umhüllt vom Gesang der Engel. Und wann immer du möchtest, kannst du dann deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem richten? Und über das Ein- und Aus des Atems zurückkehren ins Hier und Jetzt der irdischen Realität.
Und auch diese Meditation, Weihnachtsmeditation hieß, so kann man sie jederzeit wieder machen. Sie bleibt hier zum Nachhören. Und jedes Mal, wenn du sie hörst, kann ein Stück mehr heil werden in dir. Ich wünsche dir lichtvolle Tage und würde an dieser Stelle dann diesen Beitrag beenden. Außer es gibt noch eine wichtige Frage, dann kannst du sie jetzt im Chat noch stellen.